Wenn du als Jurastudent Zusammenfassungen schreibst, dann hör jetzt sofort damit auf. Das ist nämlich falsch und das bringt nicht so viel, wenn du das Ganze planlos machst und die systematisch nicht wiederholst. Und warum das so ist, das besprechen wir jetzt in diesem Video. War ein ganz schön energetisches Intro, ne? Fällt mir gerade auf. Lass ich aber trotzdem drin, finde ich jetzt lustig. So, Zusammenfassungen, das wirst du wahrscheinlich machen. Du wirst wahrscheinlich lernen, indem du dir irgendeine Art von Lernquelle nimmst und dann das Ganze liest, markierst und Zusammenfassungen schreibst. So, das berichten mir zumindest sehr, sehr viele Jurastudenten jede Woche, mit denen ich spreche. Interessenten, die Klienten, die in meinem Coaching sind. Und das Problem daran ist folgendes, und zwar, dass Zusammenfassungen nicht dem dienen, wie dein Gehirn funktioniert, sodass du am Ende wirklich den Stoff behältst und den dann auch sicher in deinen Klausuren abrufen kannst. Und das hat folgenden Grund. Wenn du Zusammenfassungen schreibst, hast du wahrscheinlich die folgenden Symptome, die sich dann auch bei dir zeigen. Nämlich, du schreibst Zusammenfassungen und dann ist nicht so richtig klar, wann du dir die wieder anschaust. Also egal in welchem Format, ob du dir das als DIN A4 schreibst oder in irgendeiner anderen Form, wahrscheinlich hast du nicht so richtig ein System, wann du dir die genau wieder anschaust, sondern das Ganze ist wahrscheinlich so nebulös unter dem Motto, ich fasse mir das Ganze jetzt mal zusammen und vor den Klausuren gucke ich mir das nochmal an. Oder in ein paar Wochen gucke ich mir das nochmal an. Aber hast du wirklich einen konkreten Zeitpunkt in deinem Kalender stehen, wo du weißt, heute sind diese Zusammenfassungen fällig und ich schaue mir das nochmal an? Kannst ja mal ehrlich dich selber fragen. Wahrscheinlich wiederholst du das Ganze nicht systematisch. Und das ist schon mal der erste Punkt. Denn damit du das Wissen, das du auf Zusammenfassungen zusammenfasst, wirklich in Klausuren am Ende abrufen kannst, brauchst du eine systematische Wiederholung. Denn das Thema ist folgendes. Unser Gehirn lernt nicht, indem wir etwas aufnehmen, sondern unser Gehirn lernt nur, indem wir etwas aktiv abrufen. Bedeutet folgendes. Du lernst in Wahrheit gar nicht, indem du an deinem Skript sitzt und das Ganze für dich zusammenfasst und das Ganze für dich aufnimmst, sondern du lernst in Wahrheit erst dann, wenn du das Ganze aktiv reproduzierst und wenn du das Ganze systematisch wiederholst. Und das Ganze musst du eben planen und deswegen eignen sich Zusammenfassungen dafür nicht besonders gut. Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, häufig schreibst du dir doch auch Zusammenfassungen und benutzt sie dann gar nicht mehr, oder? Die versauern dann irgendwo in deinen Lernunterlagen, irgendwo in der hinterletzten Schublade und in Wirklichkeit schaust du doch da nie wieder rein. Und dadurch hast du doch dann wahrscheinlich auch das Gefühl, dass du ein Rechtsgebiet gelernt hast und dass du das aber nie so richtig abgeschlossen hast, oder? Vielleicht hast du dir zum Beispiel zu Schuldrecht AT Zusammenfassungen geschrieben, aber dass du jetzt so richtig fertig bist, dass du so richtig durch bist mit dem Rechtsgebiet, dass du denkst, ja, Schuldrecht AT habe ich abgehakt. Das Gefühl, das hat sich wahrscheinlich noch nicht bei dir eingestellt, oder? Der Grund ist, dass du deine Zusammenfassungen schreibst und dass du die nicht systematisch wiederholst. So, das ist das eine Thema bei Zusammenfassungen. So, das andere ist, du denkst wahrscheinlich auch gar nicht daran, dir das vor deinen Klausuren überhaupt nochmal anzuschauen, weil was du brauchst, ist eben, dass du systematisch wiederholst und dazu den Stoff so erarbeitest, dass du den systematisch dir wieder vorlegst, und zwar in Informationspaketen, die für eine systematische Wiederholung auch geeignet sind. Bedeutet folgendes, wenn du dir Zusammenfassungen schreibst, dann machst du das Ganze wahrscheinlich in einem relativ großen Format. Dann machst du das wahrscheinlich in DIN A4 Format oder in einem anderen Format, wo du sehr, sehr viele Informationen auf einen Schlag hast. Und das Thema, wenn du jetzt effektiv lernen willst, sodass du in Klausuren das Ganze auch beherrschst, ist, diese Informationspakete, die sind auch für eine effektive Wiederholung in der Regel zu groß. Weil dein Gehirn funktioniert folgendermaßen. Wenn du etwas gelernt hast, dann schmeißt dein Gehirn schon ab der Sekunde, wo du dir das angeguckt hast, direkt die Hälfte wieder raus. Und deswegen hast du am Ende von dem Tag, von dem Lerntag, schon wieder die Hälfte ungefähr von dem, was du gelernt hast, vergessen. Das wirst du übrigens auch merken, wenn du anfängst mit Wiederholung. Wenn du anfängst mal, dich am Abend das abzufragen, was du heute gemacht hast, Hälfte ist schon wieder weg. Ganz interessantes Selbstexperiment. So, das bedeutet, es geht darum, dass du immer dann, wenn du kurz davor wärst, dieses Wissen wieder zu vergessen, das Ganze so wiederholst, dass genau die Information, die du gerade vergessen würdest, dass die wieder aufgefrischt wird, sodass dein Gehirn eine stärkere neuronale Verbindung dazu erzeugen kann. So. Und das schaffst du, indem du deine Informationen nicht auf so großen Paketen zusammenfasst, zum Beispiel ganze Rechtsgebiete zusammenfasst oder dir irgendwelche Zusammenfassungssheets schreibst oder was auch immer, sondern das schaffst du, indem du das so in kleine Informationspakete packst, dass immer du genau das Informationspaket wiederholen kannst, das jetzt gerade wieder fällig ist. Kleines Beispiel dazu. Angenommen, du hast dir das Schuldrecht AT auf Zusammenfassungen zusammengeschrieben, auf DIN A4 Zusammenfassungen und sagst dann, ich wiederhole Schuldrecht AT zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dann wirst du folgendes Problem bekommen. Du wirst das Problem bekommen, dass du im Schuldrecht AT jetzt noch ein paar Prozent von dem, was du da gelernt hast, weißt und dass du ein paar Prozent von dem, was du da gelernt hast, nicht mehr weißt, wenn du das Ganze wiederholst.
So, wenn du das Ganze jetzt aber wiederholen willst, dann musst du dir ja mit diesen Zusammenfassungen jedes Mal das gesamte Rechtsgebiet wieder anschauen. Das heißt, das macht deine Wiederholung auch extrem ineffektiv und ineffizient, weil du eben nicht die Möglichkeit hast, nur die Informationen zu wiederholen, die du auch konkret wiederholen musst. Beispielsweise die Definition von irgendeiner bestimmten Norm, ja. Sagen wir mal, du kannst alles, aber eine bestimmte Definition noch nicht, dann willst du doch nicht jetzt jedes Mal alles wiederholen müssen, nur weil du die eine Definition noch nicht beherrscht hast. Und das ist eben auch ein Problem an Zusammenfassungen. Das heißt, was du jetzt besser machen kannst, anstatt Zusammenfassungen zu schreiben, ist Folgendes. Was du brauchst, ist eine konkrete Methode, mit der du es schaffst, dir den klausurrelevanten Stoff zu erarbeiten. Das machst du schon richtig. Du schreibst ihn noch raus, das ist auch schon gut. Was du aber jetzt brauchst, ist, dass du diesen klausurrelevanten Stoff erstmal erkennst und filterst. Was muss ich mir überhaupt jetzt zusammenfassen, damit du nicht einfach blind alles zusammenfasst, quasi da das Skript einfach zusammenschreibst, sondern du brauchst eine Methode, um zu filtern, was ist wichtig, was ist unwichtig, was ist der klausurrelevante Stoff. Und dass du dir diesen klausurrelevanten Stoff, den du dann als Präsenzwissen auch wirklich in der Klausur abrufen können musst, dass du dir den so festhältst, dass du den eben systematisch wiederholst. Und dass du das für dich so organisierst, dass dir das immer automatisch wieder dann vorgelegt wird, wenn dein Gehirn gerade dabei wäre, das Ganze wieder zu vergessen. So, und da geht es dann eigentlich hauptsächlich nur noch darum, wie organisierst du dir das Ganze? Und das ist eben die gesunde Alternative, wo du dann auch feststellen wirst, wow, auf einmal nach 2 Wochen kann ich ja wirklich den Stoff, ich kann Rechtsgebiete wirklich abschließen, wenn ich das einmal zusammengefasst habe, dann ist das für mich abgeschlossen, dann brauche ich mir das nicht nochmal anzuschauen und dann wirst du auch Erfolgserlebnisse haben, weil du dann auf einmal feststellst, dass du in deinen AGs oder Vorlesungen sitzt und plötzlich den Stoff beherrschst und in Klausuren auch auf einmal die Prüfungsschemata, Definitionen und alles, was du da so können musst, dass du das auf einmal sicher abrufen kannst, weil du vorne eben nicht mehr einfach Zusammenfassung geschrieben hast, sondern das Ganze systematisch wiederholt hast. Und wenn du jetzt sagst, ich schreibe noch Zusammenfassungen, ich bin noch ein juristischer Flachwassertaucher, aber ich will in den Olymp der hohen Punktzahlen aufsteigen und ich will endlich mir beweisen, dass ich das Jurastudium auch meistern kann. Ich will endlich das Ganze strukturiert angehen, habe keinen Bock mehr auf dieses strukturlose Leben, nicht zu wissen, wie ich mit den Unterlagen arbeite, am Schreibtisch zu sitzen, dieses Inkonsequente, dass ich mir nicht aufraffen kann, was zu machen, weil ich keinen Plan habe, wie das Ganze geht, weil ich nicht weiß, was wann zu tun ist, wenn dich das einfach nervt und du willst dieses Examen endlich meistern, deine Klausuren ordentlich meistern, dann trag dich jetzt für ein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir ein, denn dann schauen wir uns bei dir an, wie deine Situation aussieht, was du jetzt verändern kannst, um Schritt für Schritt ein ordentliches Lernsystem bei dir zu implementieren und die richtige Klausurtechnik zu lernen, um mehr Punkte zu bekommen. Und das bekommst du in einem kostenfreien Beratungsgespräch als Fahrplan auf dem Weg. Alles, was du dafür tun musst, ist, dass du jetzt auf www.jura-masterclass.de gehst und dass du dich dort einträgst für ein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir. Dann sprechen wir darüber, wie das Ganze bei dir in deiner Situation konkret aussehen kann. Und ich melde mich dann zeitnah bei dir und freue mich sehr auf unser Kennenlernen. Also trag dich jetzt ein, www.jura-masterclass.de, und dann sprechen wir miteinander. Und ansonsten bis zum nächsten Video. David.